Hola amigos, herzlich willkommen in der Casa del Gerald von Riva. Im Weingut Corvo Bianco, an diesem Alchemietisch, wo wir an Mutagen rumfuschen können. Gibt's doch nicht. So, was können wir denn hier machen? Erstmal speichere ich den Quatsch vorher. Bevor ich hier irgendwas falsch mache. Düm, 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 düm. Platz da. Platz da, Platz da. So, zu Hause ist es am schönsten. Ja, ich denke mal, das können wir überschreiben. Da passiert jetzt erstmal nichts mehr. So. Was können wir denn hier machen? Wir haben rote Mutagene für die Angriffskraft und blaue Mutagene für die Zeichen. Dann lass uns doch erstmal ein blaues Mutagen. Dieses Mutagen ist möglicherweise erforderlich, um einen einzigartigen Armor zu bauen. Wirklich zerlegen? Ja, bitte. Okay, was habe ich jetzt? Inventar, hinzugefügte kleines blaues Mutagen. Ach so. Ich kann dann einfach nur aus den Mutagen kleine Dinge herstellen. Ah, okay, okay, okay. Gecheckt, gecheckt, gecheckt. Gut. Ja gut, also sonderlich. Dings ist das jetzt nicht. Spannend. Zerlegen. Vielleicht gibt es auch noch eine Quest. Weil es über uns ist noch ein Bett und ein Buch. Das mit dem Buch habe ich noch nicht ganz gecheckt. Was da so abgeht. Oh, hallo Mädel. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Oh, Heda, Armleuchter. Da hilft nur eins. So. Und alle drehen sie durch. Okay, Freund. Jetzt regnet das hier schon wieder, Mensch. Das war nicht die schönste Seite. Ein Sturm. Von Toussaint. So. Herr Haushofmeister, was sagen Sie dazu? Barnabas Basilius, weißt du was über das Labor im Keller? Hat sich einer der früheren Besitzer für Alchemie interessiert? Ein Labor? Alchemie? Davon weiß ich nichts. Aber ich verstehe, dass das für einen Hexer eine sehr interessante Entdeckung sein muss. Das ist es auch. Es war zugemauert. Die Ausrüstung ist ziemlich alt. Also hat das Ganze jemandem gehört, der auf Corvo Bianco lebte, bevor du hier angefangen hast. Wer es auch immer war, er kannte sich aus. Fiolen aus Drachenglas und Fläschchen, Destillen, Sublimationsapparaturen, Wengerometer. Verzeihe, Herr, aber ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Ich will damit nur sagen, dass diese Ausrüstung erstklassig ist. Wahre Meisterwerke für die Alchemie. Einen Sud damit oder über einem offenen Feuer zu brauen, das ist kein Vergleich. Dann bin ich hocherfreut, dass du es entdeckt hast. Genau, das steigert doch den Wert des Grundstücks enorm. Danke. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Ach nee, warte. Wir haben ja hier alles in Ordnung gebracht. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen mehr upgraden. Was kann ich für dich tun, Herr? Und... Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Wir kümmern uns natürlich um alles. Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. In der Tat. Der Schwung sollte unbedingt beibehalten werden. Da die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, kannst du über ein neues Bett oder zusätzliche Rüstungs- und Waffenständer nachdenken. Und ein paar neue Möbel und ein neuer Anstrich würden dem Gästequartier nicht schaden. Ja, wir bestellen natürlich alles. Ich denke darüber nach, ein bequemes Bett zu kaufen. Ich wollte schon immer eins haben. Ausgezeichnete Idee. Erholung ist von größter Wichtigkeit. Wenn du willst, bestelle ich bei den Schreinern ein Bett, die auch den Hof mit ihren Möbeln beliefern. Billig ist es nicht. Bonus auf Vitalität. Ich kann echt in einem Bett schlafen. Ich wusste gar nicht, dass Geralt in einem Bett schlafen kann. Wunderbar. Bestelle mir bitte ein bequemes Bett. In meinem Alter habe ich das verdient. Wie wahr, wie wahr. Ich schicke sofort einen Boten los. Morgen um diese Zeit wird das Bett da sein. Wunderbar, Freund. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann? Ja, und dann sollten wir dringend da, Waffenständer. Wir brauchen mehr. Ich könnte noch einen Waffenständer gebrauchen.
Ich habe einige interessante Stücke, die ich zur Schau stellen möchte. Ich kenne eine Zimmerei in der Stadt, in der sie aus gewöhnlichem Holz die schönsten Meisterwerke schaffen. Gib mir nur Bescheid. Ja, wollte schon sagen, wenn der jetzt auch noch 1000 kostet. Gut. Bestelle die Ständer. Natürlich. Sofort. Es wird höchstens einen Tag dauern, bis sie hier sind. Die sollen Gas geben, die Freunde. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ja, natürlich, natürlich. Wir brauchen weitere Rüstungsständere. Auf meinen Abenteuern habe ich gut gearbeitete und wunderbar verzierte Rüstungen gesammelt. Einige von ihnen ließen sich hier gut ausstellen. Dem stimme ich zu. Sie würden dem Ganzen hier eine gewisse Hexeratmosphäre verleihen. Soll ich neue Ständer bestellen? Ist immer geil, wie er sagte, Ständer bestellen. Ja. Ja, aber sorge dafür, dass sie stabil gebaut sind und schön verarbeitet. Das versteht sich von selbst, Herr. Nichts ist schlimmer, als eine wunderbare Rüstung auf einem unpassenden Ständer zu sehen. Morgen um diese Zeit werden sie bereit sein, deine Prunkstücke zur Schau zu stellen. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Hey, ganz ehrlich, wenn die Rüstung auf dem Ständer steht, dann sieht man doch gar nichts mehr. Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Gästezimmer verfügen. Was wäre, wenn jemand unangekündigt vorbeikäme? Da kommt garantiert noch jemand unangekündigt vorbei. Ja, je eher wir damit anfangen, desto besser. Einen Mann der Tat erkenne ich sofort. Ich kümmere mich persönlich darum. Das Zimmer wird bestimmt in 2 Tagen fertig sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann? Ja, wir sollten uns jetzt den Außenbereich vornehmen. Wenn wir schon beim Renovieren sind, es muss doch noch andere Dinge geben, die wir verbessern können. Eine wunderbare Idee. Warum nicht im Gelände weitermachen, nachdem die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind? Vielleicht sollten die Ställe umgebaut oder Madame Bouillus Garten hergerichtet werden. Die Ställe auf jeden Fall. Ne? Plötze sowie alle ankommenden Pferde verdienen einen guten Rastplatz. Du kennst doch Plötze, mein Pferd. Nun, wir haben schon viel zusammen erlebt. Jetzt habe ich eine schöne Bleibe gefunden und ich denke, sie hat auch eine verdient. Oh, ein schöner Stall weist auf einen ehrbaren Eigentümer hin. Sag Bescheid, dann gebe ich die Arbeit daran sofort in Auftrag. Bescheid. Meine Plötze verdient nur das Beste. Die Ställe sollten renoviert werden. Ich werde sofort damit beginnen. Es wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, die Arbeiter zu finden und die Arbeiten abzuschließen. Doch nicht länger als 2 Tage. Brauchst du sonst noch etwas? Ja, und der Kräutergarten, den machen wir auch fit. Manchmal muss ich einen Trank brauen. Finde aber die Kräuter, die ich brauche, nicht in der Nähe. Du hast Glück, Herr. Der Blumengarten, den Madame Nina, die Gemahlin von Monsieur Bouillus, einst angelegt hat, ist der ideale Ort für Kräuter. Dort ist sogar genug Platz für Sträucher. Nein, Sträucher auch. Gute Idee, Barnabas Basilius. Dort Kräuter zu haben, erspart mir mühsames, stundenlanges Suchen und Ernten. Die Idee stammt von dir, aber ich setze deinen Willen gerne in die Tat um. Ich denke, die ersten Samen sind in 2 Tagen ausgesät. Brauchst du sonst noch etwas? Nee, ich denke mal, wir haben jetzt soweit alles abgegradet und warten erstmal noch ein paar Tage. Das war fürs Erste alles. Danke, Barnabas Basilius. So, natürlich wieder 2 Tage warten. Herrlich sieht das hier aus. Und ich könnte auf einem Rüstungsständer mein Festgewand aufstellen. Warte mal kurz. Ist hier schon ein Rüstungsständer im Schlafzimmer? Nein. Also wenn hier einer kommt, würde ich dann direkt gerne meinen Dings aufhängen. Meine skellige Tracht. So. Wir müssen immer noch mein Schwert reparieren. Ich habe zwar einen Schleifstein, aber das bringt mir nicht allzu viel. Mein Rücken bringt mich um. Gut. Oh, hier ist doch ein wunderbarer Ausgangspunkt, um hier zu meditieren. Und dann schlafen wir erstmal einen Tag. Meditieren wir einen Tag, nicht schlafen. So, Außenarbeiten werden hier noch nicht gemacht. Hier wird wieder gesägt. Katze! Super!
So, hier wird jetzt gesägt und geschämmert und geschreinert. Schön, freut mich. Das sind alles so Details, die sind richtig schön. So, ein Bett sollte auch schon da sein, weil es hat gehießen, ein Tag. So, jetzt gucke ich doch mal, ob Geralt wirklich schlafen kann. Hm. Ach, das ist das Gästezimmerbett und oh, da ist oben aber noch irgendwas anderes. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Achso, ja. Ah, ein Bett. Geralt kann tatsächlich schlafen, ohne Scheiß. Wir tun es mal. Aha, was haben wir denn da? Bettstufe königlich, okay. Stelle, 60 Minuten. Plötzliche Ausdauer ist um 100% erhöht. Alchemie-Leaderboard, zusätzliche Ladung, das hatten wir schon. Bibliothek, 5% Bonus auf Erfahrungsgewinn im Kampf, cool. Und die Boni kriege ich alle? Saubere Sache. Dann schlafen wir doch nochmal. Ach, gucke mal, das wird sogar markiert. Nett. Aber dann warte ich doch lieber noch, bis die Ställe fertig sind. 2 Tage, bis die Ställe fertig sind. Achtung. Und los. So, Vitalitätsbonus ist aktiv. So. Weitere Waffenständer verfügbar und demnach auch ein Rüstungsständer. Oder 2 besser gesagt. Aber hier leider nicht in meinem Schlafzimmer. Verdammt. Ist das neue Gästezimmer denn schon? Gartenstelle, Gästezimmer? Nee. Ich frage mich, was das mit dem Buch auf sich hat. Gut. Dann meditieren wir noch ganz kurz. Ach siehste, die Boni sind da oben schon aktiv. Geil, 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 geil. Oh, dann hängen wir jetzt hier mein Skellige-Gewand auf. Hä, warum? Schade. So, dann meditieren wir noch darüber. Haha. So, und es gibt auch gleich eine Trophy. Dann gucken wir uns direkt an die Stelle und den Garten. Der Garten war hier meines Wissens nach. Brot lässt dich springen wie ein Böckchen. Wein setzt dir Hörner auf. Ah, oh, guckt euch das an. Wunderschön. So, da unten haben sie sogar noch Rollrasen ausgelegt. Nicht übertreiben hier. Jetzt gefällt es mir richtig gut. Weg da! Da oben sind die Ställe, genau. Och Gott, ist das nett! Ist das nett? Ist das eine Tür, die man sprengen kann? Nee. Ist das nett? Och, guck mal, wie schön es Plötze hier hat. Auch vor allem, was sie ihr da hingelegt haben, ne? Eine Melone. Och Gott, oh Gott. Wunderschön. So, dann reden wir noch mal ganz kurz. Ich glaube, das mache ich hier. Das ist eine separate Folge. Die nenne ich dann nicht Folge 12. So. Dann reden wir mal kurz mit Bibi. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Ich freue mich, dir mitzuteilen, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Jetzt kannst du die Schönheit des Weinguts in vollen Zügen genießen. Verzeih bitte meine Dreistigkeit, Herr, aber ich denke, da die ganzen Arbeiten an Corvo Bianco abgeschlossen sind und das Anwesen schöner denn je aussieht, sollten wir des Augenblicks gedenken. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Sicher, warum nicht? Während der Aufräumarbeiten vor der Renovierung habe ich eine Flasche Sepremento gefunden, Jahrgang 1250. Ich weiß nicht, durch welches Wunder sie überlebt hat. Ich denke, heute wäre ein guter Grund, sie zu öffnen. Ach, ist das nett. Und dann ist er direkt ins Publikum gerannt, mit brennendem Strauß in der Hand.
Alle dachten, das würde zur Vorführung gehören und haben gelacht. Auch als die Kulisse Feuer fing. Erst als die Flammen an Baron Marifkins Bart leckten, merkten die Leute, dass etwas nicht stimmte und löschten das Feuer. Das klingt ja so, als hätten Monsieur Beaulieus und Madame Nina hier erstklassige Bälle veranstaltet. Das stimmt. In dieser Hinsicht war Baron Rossell etwas zurückhaltender. Erzähl mir, Barnabas Basilius, wie sieht es hier mit Wein aus? Kann ich dieses Jahr Wein keltern? Ich fürchte dieses Jahr nicht, Herr. Letzten Herbst hat ein Pilz alle Reben zerstört. Baron Rossell hat neue Reben pflanzen lassen, aber es wird dauern, bis sie tragen. Wenn der Pilz natürlich nicht wieder auftaucht. Das wäre schade. Dieser Sepremento lässt mich träumen. Er ist erstklassig. Nicht wahr, oder? Erlaube mir, dass ich nachschenke, Herr. Sicher doch. Bitte sehr. Danke. Ist das schön gemacht. Das ist einfach geil. So. Und damit ist die Quest auch abgeschlossen. Wichtig ist allerdings, ich muss immer noch mein Schwert reparieren lassen. Und ich muss noch meinen Bart beschneiden lassen. Wir haben es jetzt 20.24 Uhr. Das heißt, ich lege mich mit Geralt ins Bett. Also wir schlafen dann schon wieder. Ne? Vorher haben wir natürlich Kellnorim gemacht, schön meditiert. So. Und jetzt würde ich mich direkt hier ins Bett legen. Ich werde ins Lager ganz kurz ein paar Sachen packen. Unter anderem brauchen wir hier wie sieht es eigentlich mit meinem Dings aus? Wo ist denn mein Tragevolumen? Okay, das geht noch. Das ist gar nicht so schlimm. So, die Färbemittel. Die lassen wir erst noch hier im Inventar. Was wollte ich noch gleich tun? Habe ich das Ding nicht schon aufgenommen? Komisch, ich dachte, ich hätte schon mitgenommen. So, mein skellige Rüstungsset nehme ich jetzt mal mit. So, weil ich wollte es doch noch aufhängen. Irgendwo. Dachte, ich hätte schon mitgenommen. Dann schlafen wir eine Runde und dann würde ich sagen, wir reiten in die Stadt. Und genehmigen wir uns auch einmal einen Tag Auszeit von der Monster Hutz. Da, mein skelliges Set. Ah, siehste, das geht in Stufen. Und die natürlich die Kartoffeln von Skellige. Die Handschuhe passen nicht dazu. Welche würden dazu passen? Zum skelliges Set, die da. Und natürlich dann hier die Pantoffeln. Oh ja, sehr schön. Wunderschön. So sieht das gut aus. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, nach dem wunderbaren Abend mit dem Wein, genehmigen wir uns jetzt eine Pause. Schlafen. Kann der Geralt nicht von hier ins Bett steigen? Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Und dann würde ich sagen, wir nutzen den nächsten Tag einfach mal, um ja, etwas Dings zu machen. Wie nennt man das? Ist etwas, die Stadt zu erkunden. Zum Barbier zu gehen, uns vielleicht neue Sachen zu kaufen für Plötze. So, unsere Schwerter natürlich reparieren zu lassen, das ist ganz wichtig. Ausrüstung zu verticken. Der Tag ist wunderschön. Das Wetter ist erstklassig. So, dann müssen wir erstmal ein Reiseziel setzen. Wo es geht's hin? Wir sollten direkt in die Stadt reiten. Ja. Direkt hier am Turniergelände, würde ich sagen, da ist auch direkt ein Schmied. Ein Schmied. Da reiten wir direkt hin. Setzen wir uns eine Markierung. Zack. Und da wollen wir jetzt hinreiten. Plötzlich, du darfst auch gerne kommen. Frisch ausgeruht. Da ist ja mein edles Ross. Jo, und dann würde ich sagen, macht's gut. Wir reiten mal kurz aus in die Stadt. Mädel, komm. Ist doch gesehen, dass ich da reite. Herrlich sieht das hier aus. Einfach herrlich. So, da ist das Turniergelände. Kann ich jetzt eigentlich auch an Turnieren teilnehmen? Würde mich mal interessieren.
Komm schon, Plätze. Erstmal bringen wir unsere Sachen in Ordnung und dann geht's weiter. Und da muss ich mir noch Gedanken drum machen, wie ich Runen jetzt in meinen Dings reinkriege, in meine Ausrüstung. So, der Herr. Da ist der Waffenschmied. Lass ich den Hammer lustig singen, lustig auf viele Funken springen. Klingt irgendwie nach Weihnachten. Ah, ein Mann vom Fach. Mit euch mache ich gerne Geschäfte. Ihr wisst gute Qualität zu schätzen. Oh ja. So, was haben wir denn da? Nee, Gwind haben wir jetzt erst gespielt. Was hast du denn da? So, was hat er natürlich zum Verkaufen? Obligatorische Sachen. Aber ich will erstmal verkaufen. So, das macht 22% im Vergleich zu, was habe ich, zur Iris? Nee, okay. Die Iris bleibt erstmal drin. So, das Hexerschwert, darüber denken wir nach. Wenn ich die Sache mit dem Runenschmied gelöst habe, dann haben wir hier 35, Gwen-Zeichenintensität hier Prozent. Und da ist 45 mit Igni-Zeichen. 45 zu, was haben wir denn da, 35? Ja, ich meine, das ist jetzt, ich werde eh meine Hexerausrüstung drin lassen, aber ich schmeiß das jetzt erstmal raus, der Rest bleibt da. Der bringt nur 5, das brauche ich nicht, das ist nichts für mich. 14 machen die, habe ich noch mehr Stiefel? Nein. Dann bleiben die auf jeden Fall drinne. Hier die Hose, 14, dann haben wir 4, die kommt direkt raus. So, 2 kommt auch direkt raus, macht die Büchs. Die macht 14, macht die 14, also wieder andere auch. 13, 1, 16. Nein. Die Hose fliegt raus. Die Handschuhe, die können drinnen bleiben. Da hinten habe ich aber noch bessere Handschuhe, denke ich mal. 14, ja, das fliegt auch raus. So, wo ist denn unser Geld? Och Gott, oh Gott. Wir haben doch ein bisschen... Waffen. Kann ich das hier gebrauchen? Ne, das wollte ich, glaube ich, rausschmeißen, ne? So, Freund, dann kannst du mir erstmal Sachen reparieren. Alle verwendete Ausrüstung reparieren ist gar nicht so billig. So. Bis dann. Ist das süß. So, jetzt würde ich auch ganz gerne mal gucken, wo der nächste Schnellreisepunkt ist, weil ich muss zu meinem Runenschmied. Irgendwann. Der nächste Schnellreisepunkt ist dort. Mal gucken, wie das möglich ist. Ob ich dann nach Wählen reisen kann. Müsste gehen. Nein. Halten individueller Wegweiser öffnen. Okay. Was sind das? Ah, nett. Okay. Cool, dann kann ich ja hier erstmal schon ein Ding setzen, einen Wegweiser. Wo war das noch gerade? Hier war das, ne? Palast, da war das. Ne, wo war das? Doch, da war das. Da... War das hier? Keine Ahnung, irgendwo waren hier heftige Gegner. Aber wie komme ich denn jetzt zu meinem Dings hin? Ach, da ist die Weltkarte. Ja, ja, ist alles klar. Und da wissen wir auch, wo Dings ist. Wo Toussaint ist. Und da, hier. Da natürlich geht's nach Wählen. Ja. Hat sich die Karte verändert? Nee. Sah gerade so ein bisschen aus. Und da muss ich natürlich hier zu meinem Rüstungsschmied hin. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich genug Runen mitnehme. Aber wir machen erstmal Folgendes. Wir wollen doch erstmal ein bisschen Sightseeing machen. Hier waren wir. Da ist eine Taverne. Jetzt muss ich dringend mal hier einreiten. Da setzen wir uns die Markierung. Plötze, komm. Wir wollen in die Hauptstadt einreiten. Komm schon. Ganz stilecht erstmal langsam. Mal ein bisschen Gas können wir geben, sonst ist das zu langweilig.
Mensch, ist das schön. Wunderschön. Kann man nicht anders sagen. Das da unten sah mir aus wie der Hauptweg, deswegen reiten wir da mal rein. Na, Mädel, komm. Ach, das ist so... Oh, Mann, oh, Mann. Hm. Ich wär lieber der Hammer als Beweg dich. So, ich würde mal ein Querfeld ein durchreiten. Oh, da wäre ja fast vom Pferd geflogen. Komm schon. Ach so, und hier geht's direkt in die Stadt rein. Plötze? Ach so, da ist ein Zaun. Da müssen wir natürlich rüber. So, neue Markierung. Oh, das sieht so herrlich aus, du. Pfeifen die da gerade ein Liedchen? Hört sich so an. So, wir befinden uns eigentlich direkt jetzt hier in der Stadt drinne. Da ist der Hafen. Wir folgen erstmal dieser Straße. Was ist denn das? Da setze ich mir mal eine Wegmarke. Das sieht interessant aus. Moment, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Ja, bin ich. Leichter Nebel hier in der Stadt. Na. Aber noch kein Barbier in Sicht. Da reiten wir hoch zum Schloss, wenn ich das richtig sehe. Nö, ich bin auf dem richtigen Weg. Da müssen wir gleich uns links halten. Ach, das ist so nett. Kommen wir da durch? Ist es möglich? Oh, ich glaube nicht. Nein, negativ. Was ist denn das für ein Gebäude? Sieht aus wie so eine Therme. Ich stehe ja total auf Thermen. Dann müssen wir uns das Ganze von vorne angucken. Ach, das ist so... guckt euch das hier an. Oh, ist das... Hä? Hat sich das Bild gerade bewegt? Irgendwas stimmt hier mit dem Bild nicht. Sagen die Hexersinne? Ihr seht es auch, oder? Wie sich das Bild verändert? Okay. Vielleicht hat es auch nur mit dem Blickwinkel zu tun. Hier geht's auch nicht weiter. Geht's hier weiter? Hier geht's weiter. Oh, was ist denn da oben? Das interessiert mich ja jetzt. Was hängt denn hier? Ist das das? Nee. Was ist denn hier los? Abgeschlossen? Was ist denn das für ein Icon? Ein Kaufmann? Okay. Was ist das hier für ein Icon? Was sagt die Karte dazu? Großmeisterschmied. Naja, sehr gut. Weiß der Kaufmann was darüber? Oder ist das ein anderer Eingang? Man findet in ganz Tucson. Willkommen, guter Mann, bei Dupont und Söhne. Emporium der Vielfalt. Mit Zufriedenheitsgarantie. Ja, wir gucken mal, was hat. Zeig mal, was du zu bieten hast. Naja, gut. So doll ist das nur auch nicht. Bist du?
Lieferant der Herzog. Wie komme ich denn an diesen Großmeister jetzt ran? Das ist bestimmt ein anderer Eingang hier. Ja, man sollte dieses Tor nutzen. So, guten Tag, der Herr. Hallo. Ein Hexer aus der Wolfsschule, hier in Toussaint. Sei gegrüßt, ich bin Lazare Lafargue. Geralt von Riva, du scheinst dich ja zu freuen. Hast du Arbeit für mich? Und ob? Keine Monsterjagd, aber gewiss interessiert die Sache dich trotzdem. Ich bin Rüstungsschmied und suche schon seit Jahren nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität. Ich habe davon gehört. Gesehen habe ich aber noch keins. Ich dachte, sie wären verschollen. Eben nicht. Ich habe zum Glück erfahren, dass ihre Besitzer nach Toussaint gekommen sind. Leider sind sie dann verschieden, aber ich weiß wo. Ich brauche nur einen Partner, der mir dabei hilft, die Schemata zu bergen. Wenn du weißt, wo sie sind, warum holst du sie dann nicht alleine? Na, sehe ich vielleicht wie ein Abenteurer aus? Und wer wäre für meine Kunden da, wenn ich durch die Gegend zöge? Nein, lieber übertrage ich diese Aufgabe einer zuverlässigen Fachkraft. Bring mir die Schemata, dann fertige ich dir an, was du wünschst. Das klingt nach einem Grabräuberauftrag. So, das werden wir aber gleich erst herausfinden. Viel Glück auf dem Weg. Ich will nämlich erst wissen, was das da hinten für ein Gebäude ist. Zum Geier, es muss doch eine Möglichkeit geben, da ranzukommen. Was ist denn das? Klettern geht hier auch nicht. Ja gut, vielleicht kommen wir da noch hin. Und dann würde ich sagen, oh, mit diesen wundervollen Eindrücken verabschieden wir uns aus dieser Folge. Männer macht es gut, Frauen noch viel besser. Bis dahin, bye bye.